Guten Morgen, Düsseldorf. Ein weiterer großartiger Tag in unserer schönen Stadt am Rhein erwacht. Die deutsche Nationalmannschaft hat das Achtelfinale erreicht und alle haben mitgefiebert. Es ist der siebte Tag der UEFA Euro 2024 und wir haben uns in der Stadt mal umgehört, wie die Stimmung nach Woche 1 ist. Wir sind am Freitag mit Fans überrannt worden, dann gewinnt die Nationalmannschaft 5:1. Ab dann hatten wir einfach 4 total krasse, geile Tage. Eine kurze Pause mit dem Wetter, das war aber auch notwendig. Und heute hier haben wir gerade wieder x-tausend England-Fans in der Stadt, das ist einfach großartig. Also wir haben bis jetzt keine Probleme, alles gut organisiert, kein Stress, alle friedlich, super tolle Gäste, Fußballfans. It's been a lot of fun because everyone wants to have a little bit of a gift to take home from the Euro Cup. It's been amazing. I've been enjoying it. Aus unserer Sicht her alles ruhig, alles gut, wenig zu tun und so soll das auch sein. Einige Fangruppen sind hier seit dem ersten Tag und wollen am liebsten gar nicht mehr weg. The beer is so amazing. Why should we leave? Why should we leave? We should be in the whole tournament. Because here we'll sink the beers. Die Atmosphäre ist sehr gut, sind alle freundlich, ob war das Serben, Slowenien und alles sehr gut organisiert, auch von Stadi Sodor oder auch selber von UEFA. Every day is a different games, different people to support for the day. Obviously we have our England allegiance, but we like to watch the other teams as well. It was really good fun. Yeah, it's nice to be around everybody. All the cultures are the same, everybody just loves their football and their team, so yeah, it's great. Es ist Donnerstag, der 20. Juni und auch heute ist wieder einiges los. Wenn ich die Spielpaarung so sehe, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also heute gehe ich auf jeden Fall in die Fanzones. In den nächsten Tagen versprechen schon wieder Spannung ohne Ende. Wir freuen uns jetzt schon auf die Bilder aus den Fanzones hier in Düsseldorf.